heute hatch ich ein Secret Pet im Mining Simulator 2. Summer Event Part 2 ist jetzt draußen und es gibt anscheinend einige neue Sachen, wie zum Beispiel den Edelstein-Genie. Dazu habe ich mir schon einen Leak angeschaut, aber wir haben auch andere Sachen wahrscheinlich in der Summer Event Insel. Aber wir schauen jetzt mal zum Genie. Was hast du für Quests für mich? Okay, zum einen Ore Hunter. Wir müssen 210 Fossilien, 175 Knochen sammeln. Dann bekommen wir 2500 Gems. Dann für 75 Legendary Pets 10.000 Gems. Das ist ziemlich easy. 75 Legendary Pets habe ich auf 10 Minuten höchstens. Dann Ultra Excavator 320 Millionen Blöcke. Das kann ein bisschen dauern. Aber dafür bekomme ich 13.300 Diamonds. Damit kann man ziemlich viel Diamonds verdienen. Die Frage ist, wie oft resettet sich das? Einmal am Tag, einmal in der Woche? Oder du bekommst direkt immer neue? Keine Ahnung. Wir schauen jetzt aber erstmal in die andere Welt, würde ich sagen. In die Sommerausstellung. Wir haben hier im Event-Shop noch neue Sachen. Und zwar den Almighty Flamingo für 1 Million Tickets. Holen wir uns einen. 3 können wir uns danach noch holen und dann können wir einen Shiny machen davon. Ich glaube, der ist auch ziemlich stark. Plus 6000 auf Level 1. Okay, das ist gut. Das ist besser als ein Brandwächter. Also das beste Legendary aus dem letzten Eck. Das ist krass. Den kann ich direkt ausrüsten und der... Kommt der in mein Team? Nee, tatsächlich nicht. Der ist zu schlecht für mein Team. Aber sobald wir den Shiny machen, ist das mein bestes Pet, glaube ich. Aber wir haben auch 2 neue Eier. Zum einen das Sunday Egg. Mit ziemlich seltenen Pets. 1 zu 20.000 ist... Okay, ist ein bisschen seltener als beim ersten Egg. Und hier noch das Piraten-Egg, das Captains-Egg mit 1 zu 80.000. Das ist doppelt so selten wie bei dem Infernal-Egg. Dann, was haben wir noch? Wir haben hier einen neuen Typen. Einen Treasure-Hunt haben wir. Da müssen wir verschiedene Ziele abschließen, um dieses Pet hier zu bekommen, glaube ich. Okay, ich habe jetzt hier dieses Bild. Mithilfe von dem muss ich herausfinden, wo ich hingehen muss. Und wenn ich dann dort stehe, bekomme ich wahrscheinlich dann den nächsten Hint oder so. Ist das in der Spawn-Welt, das Verkaufen-Dings? Hier im Kamin muss ich stehen und ich habe mal das erste Key-Fragment bekommen. Du kannst Teams erstellen. Oh, my Teams, ich sehe, ich kann ein Team createn. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier de-equippe und das hier equippe und dann in meine Teams gehe und ein neues Team mache, dann ist das Pet jetzt dabei. Okay, so funktioniert das. Und ich kann mir für 230 Robux noch 4 extra Teams holen, aber ich weiß nicht, wofür ich Teams benötigen würde. Aber was ich gerade gesehen habe, ich kann mir noch Brandwächter hier ganz kurz in Shiny machen. Das ist dann mein 4. Shiny Brandwächter. Und das sind sehr, sehr gute Pets, deswegen mache ich den einfach mal. Was ist das? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Weil es ist, glaube ich, nirgendwo im Mining Simulator 2 so toxisch grün. Außer vielleicht in einer toxischen Welt. War es hier auf dem Rohr? Oh ja, tatsächlich, es war auf dem Rohr. Nächster Hint. Das ist hier direkt in der Welt. Das ist der Steg. Das ist der Steg hier. Wenn ich mich hier hinstelle... Warte, ich kann mich gar nicht hier hinstellen. Kann ich dahin angeln vielleicht? Komm, beiß an. Und ja, tatsächlich, wir haben das nächste Keyfragment bekommen. Das ist der Teich hier in der Welt. Und da werde ich wahrscheinlich wieder angeln müssen, weil das ist wieder im Wasser. Ich glaube, das war da zwischen den Steinen. Oh, und hier haben wir es. Das nächste Keyfragment Nummer 4. Malen rot 6 Sieg. Du gehst hier hin, machst dir 6 Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder wir müssen 6 mal gewinnen. Ich probiere es jetzt mal so und wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir das mit dem Gewinn. Oh, es hat gereicht. Das war richtig. Das ist das Riesenrad und das ist Pi mal 8. Das heißt, wir müssen 4 Drehungen machen. Weil Pi mal 8, weil 2 Pi sind 360 Grad, Leute. Bogenmaß, Gradmaß und so, ihr wisst. Dann springen wir rein. Hallo, Reiter. Wir müssen jetzt 4-mal fahren, Leute. Oh mein Gott, das kann ewig dauern. Ah! 2000 Jahre später. Bei welcher Drehung sind wir mittlerweile? Wir spinnen jetzt schon seit locker 1,5 Minuten oder so. Und wir sind jetzt erst bei der 3. Drehung. Junge, ich schlaf gleich ein. Wir müssen nicht mehr lange drehen und wir bekommen... Oh, wir haben es bekommen. Let's go. Oh, das war die letzte Quest. Let's go. Wir haben alle Key Pieces bekommen. Das heißt, Bra Bears hat mich belohnt damit, dass er sich selbst verschenkt. Plus 3 Stunden Omega Glück und 6 Stunden Super Lucky. Das nehme ich auf alle Fälle mit. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie stark der ist. Plus 4000. Hey, das ist auch okay. Das Problem ist, man kann ihn halt auch nicht shiny machen. Könnte man ihn shiny machen, wäre das nice. Aber so nicht. Wir brauchen jetzt die Flamingos, Leute. Wir brauchen jetzt Flamingos Almighty. Dafür müssen wir uns 3 Millionen an Tickets erfarmen. 6,5 Stunden später. Ich habe meine 4 Millionen Tickets. Ich gönne mir jetzt 3 Almighty Flamingos. 1, 2, 3, let's go! Lenzen machen. Ist der hässlich. 12.100. Ja, 12.100 auf Level 1? Das ist krass. Dieses Dominus Egg V2. Sollen wir uns so eins holen, Leute? 450 Robux kostet uns das Ding. Das ist nicht billig. Was für ein Dominus wollen wir? Ich will den lilanen haben. Öffnen wir das Ei. Ich glaube, alle Haustiere sind circa gleich gut. Und wir bekommen einen... Wow!
X, das ist der hässlichste. Oh mein Gott, ist er hässlich. Hm. Naja, aber wie stark ist er? 4000. Oh Gott, ist er schlecht. Oh Junge, ist er schlecht. 4950. Ja, hey, für den Inventarwert, Leute. Glaubt tatsächlich, jeder wäre cooler gewesen als der, den wir bekommen haben. Naja, so, ich würde jetzt aber sagen, wir öffnen jetzt mal die Eier, weil das habe ich noch nicht gemacht bisher. Bisschen Eier öffnen, Leute. So, also ich habe jetzt heute über Nacht gehatcht und wie ihr sie vielleicht direkt schon mal seht bei meinem Ei, ich habe jedes einzelne Pet gehatcht. Die Kitty, was auch immer, das ist eine Kuh, ich weiß es nicht, ein Parrot und diese drei Legendary Pets. Und sogar noch was ganz Besonderes, was ich euch gleich zeige. Aber hier haben wir jetzt erstmal die Legendary Pets, die anderen habe ich, glaube ich, auto-deleted, deswegen habe ich die nicht mehr. So, das Wandering Ship plus 2150 an Abbaustärke. Und ich kann euch sagen, Leute, das ist gar nicht so viel. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, ich habe einige von denen gezogen, ich weiß nicht, wie viel das sind, knapp 150, was auch immer. Wenn wir das mal vergleichen mit dem glühenden Phönix, plus 2150 und das andere hat plus 1950. Und der Unterschied zwischen den beiden ist, dieses Wandering Ship ist 1 in 1300 und das ist 1 in 800. Es ist schon mal über eineinhalb Mal so schwer, dieses Wandering Ship zu ziehen. Plus, du musst das Vierfache an Tickets ausgeben. Dafür gibst du 10 Tickets aus. Das geht schon mal, ganz klar. Da kannst du mal für 100.000 Tickets 10.000 Eier öffnen. Das ist gut. Und hier kannst du für 100.000 Tickets nur noch 2.500 Eier öffnen. Ich habe über die Nacht jetzt heute 2,5 Millionen Tickets, glaube ich, verbrannt, weil ich ein paar Eier geöffnet habe. Das ist krass. Aber das ist nur das Wandering Ship. Hier haben wir es. Das sieht ganz okay aus. Aber machen wir weiter mit dem nächsten. Wir haben ja noch zwei andere Legendaries. Also, hier haben wir erstmal cool Sand zum Vergleich. 2.660 an Coins und 2.650 an Abbaustärke. Und dann Exquisite Mimic. Hier hat 2.850 an Abbaustärke und 2.850 an Coins. Das ist so wenig Unterschied. 1 in 40.000. Hat dieses Pet. Das ist wirklich selten. Und die Coolsan hat 1 in 20.000 ohne Boosts. Und dafür ist das nur so ein bisschen stärker? Ich weiß nicht. Die Pets hätten wirklich ein bisschen stärker werden können. Ah, übrigens, hier haben wir noch das Wandering Ship in Shiny. Das habe ich auch hier noch. Das ist dann in so einem Grün. Ich mag dieses Grün eigentlich nicht. Und dann haben wir noch die Exquisite Mimic in Shiny. Die hat einen plus 5.700 Abbaustärke. Die habe ich auch gezogen in Shiny. Das müsste dann, wenn das 1 zu 40.000 war, ist das eine Chance von 1 zu 4 Millionen. Die stimmen bei den Shiny Pets sowieso überhaupt nicht. Da bin ich mir jetzt 100% sicher. Aber trotzdem 1 zu 4 Millionen kann man flexen damit. Aber wenn ich mir das so anschaue, 2.850 zu 5.700, dann ist das genau das Doppelte. Schaut sie euch an. Da ist eine Mimic Chest mit ein paar Coins hier drin und ein Ring hier rumdum. Das ist ganz cool. Und dann haben wir noch die Haunted Soul, Leute. Das ist 1 zu 200.000. Doppelt so selten wie der Brandwächter. 4.750 bei ihm. Das hat 4.950. Das ist null an Unterschied. Das ist gar nichts. Nichts. Warum sollte man diese Pets ziehen, wenn man das Vierfache zahlen muss? Der sieht cool aus wenigstens. Schauen wir uns an. Der sieht nice aus. Der hat auch so eine Elektrospur um sich rum, dumm, so eine Trail. Wenn du den in Shiny hast und alles, dann ist der gut. Brandwächter in Shiny auf Level 20, 11.900 Abbaustärke. Wenn man den in Shiny hat, 13.000, 14.000, was auch immer. Aber immer noch schlechter als der Flamingo. Verstehe ich auch nicht ganz, weil der Flamingo ist halt echt nicht so schwer zu bekommen. Haunted Souls in Shiny sind schwerer zu bekommen als ein Flamingo. Weil Haunted Soul hat 1 in 200.000. Flamingo bekommst du für 4 Millionen Tickets. Für 4 Millionen Tickets kannst du 100.000 Eier öffnen. Also hast du insgesamt eigentlich, während du schon einen Shiny Flamingo hast, nur einen halben Haunted Soul. Und das ist ein Achtel zu einem Shiny Haunted Soul. Und jetzt kommen wir zu dem Pet, das ich wirklich gezogen habe, was eine 1 zu 4 Millioner Chance hat. Und zwar haben wir hier im Chat, sehen wir schon, Roblox Felix just hatched a secret Captain's Curse. 1 zu 4 Millionen. Es ist nicht das krasse Pet hier. Ich habe den Index übrigens auch jetzt schon komplett voll. Jedes Pet. Ich habe auch den Shiny-Index bis auf das beste Legendary voll. Captain's Curse ist das schlechte Secret. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleich zum Fracture. Also weiß ich nicht, welches von beiden besser ist oder um wie viel der Captain's Curse besser ist. Mein Fracture habe ich verschenkt. Beim Captain's Curse werde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber ich hätte eigentlich gerne den Kraken gehabt, muss ich sagen. Der hat zwar eine 1 zu 40 Millioner Chance, glaube ich. Aber das ist schon so ein nices Pet, was ich gerne hätte. Hier haben wir den Captain's Curse. An sich sieht das so aus, als hätte das ein 5-jähriges Kind im Blender einfach gemodelt. Ich weiß auch nicht. Aber er hat 7.300 in Abbaustärke, 6.850 in Coin-Multiplier, 4.350 in Space-Coin-Multiplier und 685 in Abbauschnelligkeit. Wenn ich das vergleiche, die Lightful Trio hat tatsächlich in Level 20 schon 7.800. Und dieser Exotius, den ich übrigens auch gehatcht habe, was absoluter Müll war, das ist ein Müllpad. Plus 5.000. Wenn du den in Shiny hast, nice. Du wirst ihn nie in Shiny bekommen, also Müllpad. Brauchst du nicht. Captain's Curse ist okay, gehe ich davon aus. Ist er in meinem Team? Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde ihn jetzt einfach mal equippen und wir schauen uns den an. Und schaut es euch an, dieses Rot ist so hässlich. Ich hasse dieses Rot. Das könnte ein Clicker-Simulator-Pad sein. Ich finde eigentlich Mining-Simulator-Pads wirklich, wirklich schön. Und die haben auch immer Charakter zum Beispiel. Der Almighty Flamingo, schau ihn da an. Der hat irgendwie Charakter. Oder dieser Eimer Muscheln. Es ist ein Eimer.
Es ist ein brauner Eimer mit Muscheln. Aber er hat ein Gesicht und ein bisschen Charakter. Er lächelt. Aber dieses Skull, er sieht einfach noch nichts aus. Naja, das ist ein Secret Pet. Dieses Rot ist hässlich. Dieses Zerfranste in seinen Flügeln ist ganz cool. Der Dolch, ich weiß nicht. Ich mag die Farbe generell nicht. Aber es ist ein Secret Pet und es ist riesig. Schau es euch an, es ist riesig. Aber Leute, ich brauche das Pet nicht. Deswegen würde ich sagen, verschenke ich das einfach an euch. Also schreibt jetzt einfach in die Kommentare euer Lieblingsspiel und euren Roblox-Namen dahinter, damit ich euch enden kann und euch dieses Pet schenken kann. Aber ich denke, das wäre es dann auch gewesen. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!